Was geht, Freunde? Willkommen zu einem neuen Spiel aus meiner Oberliga-Saison. Leider ist es so, dass wir wieder ein Spiel überspringen müssen, und zwar das Spiel in ASC Dortmund. Wir haben es 3:2 gewonnen, und das ist ein Spiel, das tut mir richtig weh. Ich hätte es euch so gern gezeigt. Wir gehen 1:0 in Rückstand, machen dann den Ausgleich, gehen sogar 3:1 in Führung durch mich und kriegen dann vor Schluss nochmal das 3:2. Also es war ein Spiel, wo mega viele Tore gefallen sind, was richtig hitzig war. Es wäre so geil gewesen zu filmen. Es war nur leider keiner aus unserem Medienteam vor Ort. Und man muss auch mal dazu sagen, die Film, unsere Spiele machen alles ehrenamtlich. Insofern war keiner an dem Tag vor Ort, weil sie arbeiten mussten oder im Urlaub waren. Von daher sehr, sehr schade. Was aber gut daran ist, dass wir immer aktueller werden in den Spielen. Dadurch, dass wir jetzt wieder ein Spiel überspringen und im Heimspiel gegen die Sportfreunde siegen sind. Wenn man sich hier die Tabelle anschaut, sieht man auf jeden Fall, dass es oben immer noch total eng ist. Und das wird auch, glaube ich, bis zum Ende der Saison so bleiben. Und ja, klar, Heimspiel gegen Sportfreunde siegen, für die Saison, glaube ich, schon abgeschrieben ist. Nach oben hin geht nichts mehr, absteigen können sie ja sowieso nicht. Von daher war es für uns ein absoluter Pflichtsieg. Hier ist die Aufstellung. Wir starten mit Bruno im Tor. Links spielt Schuh, Esser und Jeff in der Innenverteidigung. Spielt rechts Kami, Tom und Nico auf 6 und 8. Und dann spielt Timon auf 10, links Emre, rechts Umut, und ich bin vorne drin. Freunde, es war ein geiles Spiel, deswegen starten wir rein. Let's go. Es war auf jeden Fall ein Fußballsonntag, wie man sich ihn nicht hätte schöner ausmalen können. Wir haben auch in Wattenscheid und auch in der gesamten Oberliga einen Zuschauerrekord aufgestellt an diesem Sonntag, nämlich, ich glaube, über 1600. Das ist brutal für die Oberliga und hat in dieser Saison bei uns niemand anders geschafft. Also auf jeden Fall geil. Siegen stößt jetzt hier in Rot an und wir kommen direkt zu einer Offensivaktion von uns, und zwar Kami, der jetzt hier den Ball nach vorne treibt. Nico, der jetzt hier auf Emre erstmal den Ball spielt. Der Kopfball wird zwar abgefangen, aber Schuh spielt jetzt den Ball lang und Emre mit seiner Schnelligkeit, ihr kennt ihn, bekommt einfach diesen Ball hier noch. Und im Spiel, ihr seht es an meiner Theatralik, dachte ich ernsthaft, dass es ein Elfer ist. Ich glaube, hier in der Zeitlupe kann man sagen, dass es eher kein Elfer ist. Ist aber auch schwierig zu erkennen, weil noch Leute davor stehen. Siegen kommt jetzt hier das erste Mal nach vorne über einen Eckball und versucht jetzt den Ball hier wieder in die Mitte zu bringen. Der Ball wird aber erstmal geklärt, dann aber auch wieder nicht so richtig, und wir kriegen den Ball einfach nicht weg. Und jetzt können wir froh sein, dass dieser Pass hier ein bisschen ungenau ist. Wenn der angekommen wäre, ja, hätte er auf jeden Fall zum Torabschluss kommen können, der Zehner von Siegen. Wir kommen jetzt hier über Tom nach vorne, der auf der 6 ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Nico will jetzt auf mich hier durchstecken und der Ball ist ein bisschen zu weit. Naja, aber Nico hatte, glaube ich, eine halbe Sekunde Zeit, drüber nachzudenken. Deswegen gar kein Vorwurf, aber hier würde ich natürlich auch frei vorm Tor stehen. Aber wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten gute Offensivaktionen, und ja, hier kommen wir auch direkt zu der nächsten. Esser, der den Ball andribbelt und jetzt gleich einen geilen Pass auf Emre spielt. Der legt nicht so richtig quer auf mich, der Ball kommt aber zu mir. Schiri pfeift abseits, aber Freunde, guckt hier, das war niemals abseits. Also echt Glück für Siegen und sehr, sehr ärgerlich für uns, dass es hier nicht 1:0 steht durch einen Videoref, den wir natürlich leider nicht haben. Hätte es hier auf jeden Fall 1:0 gestanden, aber so ist es bei uns in der Liga. Und Umut bekommt jetzt hier gleich den Ball außen, und ja, ich glaube, so vom Winkel her wäre der Ball auf jeden Fall sehr gefährlich aufs Tor gekommen, wird aber gut abgefälscht, beziehungsweise geht gar nicht erst aufs Tor. Emre dribbelt jetzt hier in die Mitte, spielt hier auf mich zurück, und ich chippe den Ball ins Tor zum 1:0. Es wird aber wieder abseits gepfiffen, und Freunde, hier bin ich auf jeden Fall beim Schiri. Das ist so ein halber Meter, da muss man auch keine Linie ziehen, das erkennt man auf jeden Fall, dass das eine Abseitssituation war. Und vorher schade, hier auf jeden Fall alles richtig gemacht vom Schiri. Hier vertändeln wir den Ball so ein bisschen hinten und Bruno ist da, der wäre auf jeden Fall reingegangen, der Ball. Bruno kommt noch dran und dann geht der Ball knapp am Pfosten vorbei. Für mich vorne sah es auf jeden Fall deutlicher aus, aber als ich hier die Videos gesehen habe, dachte ich mir, das war überhaupt nicht deutlich. Und Freunde, die nächste Aktion, guckt euch das an. Der Schiri hat hier abseits gepfiffen. Guck mal, wo der Schiri steht, und das geht einfach gar nicht in meinen Kopf. Also wirklich eine richtig schlechte Aktion. Wir hätten natürlich mega viel Platz vorne gehabt, deswegen wie ärgerlich für uns. Aber gut, wir haben kein Video-Ref, von daher müssen wir uns damit zufrieden geben. Umut geht jetzt hier ins 1 gegen 1, stoppt nochmal ab, bringt den Ball hier in die Mitte und der Ball kommt nicht so richtig an, wird aber durch Tom hier nochmal scharf gemacht. So ein Ball, der erinnert mich ein bisschen an Trent Alexander-Arnold, und Schuh will den Ball direkt nehmen und ja, mit vollem Risiko natürlich, und dann kam das dabei raus. Ja, hier komme ich mit dem Ball aufs Tor, will hier querlegen, und Emre, ja, der Winkel war dann wirklich sehr spitz. Ich sag mal, in 7 von 10 Fällen macht Emre den rein. Leider in diesem Fall nicht, also gar kein Vorwurf an Emre. Und jetzt war Halbzeit, wir gehen leider mit einem 0:0 in die Pause. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, aber wir haben ja noch 45 Minuten. Wir waren auf jeden Fall deutlich besser im Spiel. Siegen hatte kaum Aktionen nach vorne. Ja, mit dem Gefühl gehen wir auf jeden Fall in die zweite Halbzeit. Hier spielt Esser nämlich einen langen Ball auf mich. Diesmal war es kein Abseits. Ich sehe, dass der Torwart ein bisschen rausgekommen ist und lupft zum 1:0 ein. Mega geil. Ich habe links oben die
Minutenanzeige nicht genau gesehen, aber es müsste so die 55. Minute gewesen sein. Ja, auf jeden Fall geil, hier 1-0 in Führung zu gehen. Auch, dass ich das Tor gemacht habe, freut mich natürlich mega. Ein geiler Ball von Esser. Es gab schon ein, zwei Tore oder Aktionen in der Saison, wo Esser diesen Ball schon mal gespielt hat. Also das macht er echt richtig stark. Siegen stößt jetzt hier an und wir waren auf jeden Fall jetzt auf der Siegesgeraden. Man hat ein richtig gutes Gefühl. Kami erkennt hier, dass ich einen Laufweg andeute und nach vorne durchstarte. Bin hier schneller als mein Gegenspieler, kann den Ball festmachen. Dribbel jetzt in die Mitte, leg auf Timon ab. Und der spielt hier gut Tom an und Tom, ja, bringt den Ball dann nicht so richtig rüber zu Emre. War auf jeden Fall eine richtig geile Aktion oder eine Option, eine richtig geile Aktion zu starten. Und hier kommen wir direkt zur nächsten Aktion und zwar kriegt Umut hier den Ball und will den Ball jetzt gleich in die Mitte bringen. Da kommt aber jetzt nicht so viel bei rum, beziehungsweise er spielt den Ball zu mir und ich kann ihn dann nicht zu Tom spielen. Also war auf jeden Fall viel Offensivdrang bei uns dabei, aber nicht jede Aktion ist hier in einem Torschuss geendet. Und geiler Ball hier auf jeden Fall von Schuh. Ich erlaufe den Ball wieder und erkenne jetzt gut, dass in der Mitte mehr Platz ist. Und Timon kommt hier zum Abschluss. Und ja, in der Zeitlupe kann man jetzt auf jeden Fall sehen, entweder linke Ecke oder er legt halt nochmal auf Umut quer. Auch hier kein Vorwurf an Timon. Hier linke Ecke oder einfach querlegen auf Umut. Und der macht dann den Ball rein. Also wir hatten auf jeden Fall Möglichkeiten, jetzt das Spiel zuzumachen. Aber das Spiel war ja noch nicht vorbei und Siegen hatte jetzt auch nicht wirklich viele Aktionen, aber guckt euch das hier mal an, Freunde. Wie kann sowas passieren? Erstmal sieht es nicht so schlimm aus, aber wenn man es jetzt hier in der Zeitlupe anguckt, tritt Tom Emre einfach auf den Fuß, also unserem eigenen Mann. Und ich sag dir, das kann in manchen Fällen richtig böse enden, dass er nicht weiterspielen kann. Das Schlimme ist, hier passiert sogar noch was draus. Also Siegen treibt den Ball nach vorne und Esser ist jetzt gezwungen, hier zu grätschen. Und hier bekommt Siegen dann auch noch den Freistoß. Also eine Aktion, die von vorne bis hinten einfach komplett ärgerlich ist. Und ja, wäre hier ein Tor gefallen, was jetzt hier in dem Freistoß zum Glück nicht der Fall war. Und auch den Nachschuss kann Bruno halten, aber das wäre so peinlich gewesen, wenn daraus was passiert wäre. Wir hätten uns schwarz geärgert. Aber ja, so ist es manchmal. Und Emre bekommt jetzt hier den Ball und dribbelt super nach vorne weg. Er kennt es auf jeden Fall sehr, sehr stark und spielt jetzt hier den Ball nach außen. Kamera schwenkt nach. Emre bekommt jetzt hier den Ball wieder und will jetzt hier zurücklegen und dann passiert nicht mehr so richtig viel raus. Umut will hier den Ball nach in die Mitte bringen und hier gerät der Ball ein bisschen zu hoch und geht dann ins Seiten aus und so ist es. Emre, eine richtig starke Aktion hier, erobert sich den Ball zurück, will mich dann spielen und ich muss sagen, ja, hier stehe ich auf jeden Fall im Abseits. Ich mache auch den Ball rein, aber da habe ich auch keine Zeitlupe mehr eingefügt. Das hat man auf jeden Fall deutlich gesehen, dass ich hier im Abseits stand. Bisschen ärgerlich, aber ich habe nicht gesehen, was im Rücken quasi ich ganz klar vor meinem Gegenspieler stand. Anders ist es hier, Berku spielt mir den Ball und ich verlagere rüber auf Timon. Und Timon steht jetzt frei vorm Torwart und der Ball geht drüber. Und ja, man muss dazu sagen, auf dem Rasen, auf dem hoppligen Rasen sieht man hier nicht. Aber es ist auch eben nicht immer leicht, den Ball perfekt zu treffen. Oder es passiert nicht immer genau das, was man sich vorstellt. Ist mir auch schon einige Male in der Saison passiert, von daher gar kein Vorwurf. Ich werde jetzt ausgewechselt und Dennis kommt ins Spiel. Und vielleicht erinnern sich noch manche, was Dennis im letzten Spiel gemacht hat. Als er gegen Paderborn reinkam, da kam er rein, macht das Tor. Und auch hier bekommt er seine Offensivaktion, legt sich den Ball hier vorbei mit seinem massiven Körper, stellt er den Körper rein und macht das 2-0. Freunde, was ist mit dem Jungen los? Geisteskrank, er kommt rein und macht einfach wieder das Joker-Tor und macht wieder das Spiel zu, indem er hier das 2-0 macht. Also der Junge ist wirklich ein absolutes Phänomen, ist auch, glaube ich, mit Abstand Publikumsliebling bei uns, weil er einfach jedes Mal reinkommt und für eine Wende im Spiel sorgt. Also richtig stark, freut mich mega für den Jungen und Siegen versucht jetzt hier mit einem direkten Schuss nach dem Anstoß ein Tor zu erzielen. Und mit die letzte Aktion hier im Spiel gehört Argon, der hier nochmal versucht, den Ball schön rechts oben in den Winkel zu legen. Es hat nicht funktioniert und wir gewinnen dieses Spiel mit 2-0 nach 90 Minuten. Mich hat es gefreut, ein Tor gemacht zu haben. Bruno hat es wahrscheinlich gefreut, zu Null zu spielen und Dennis, der als Joker wieder reinkam und ein Tor gemacht hat. Aber die ganze Mannschaft war happy und tabellarisch, seht ihr, Freunde, ist wieder alles offen. Oben ist es mega eng und jetzt geht's in die letzten beiden Spiele. Wir müssen noch nach Erntebrück und dann zu Hause gegen Rheine. Und wenn unsere Konkurrenz ein bisschen mitspielt, gibt es ein Endspiel, wo wir dann in die Regionalliga aufsteigen können. Deswegen bleibt gespannt. Ich hoffe, ihr feiert das Format. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.